Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation Remastered, gespielt auf Xbox Series X. Ich glaube, das muss ich nicht mehr dazu sagen. Ja, wo sind wir? Wir sind noch bei der Sklavenbefreiung und deswegen würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Halt, das muss ich ja hier drin machen. Ach Mann. Das Gedächtnis, Gedächtnis. Kein Gouverneur mehr. Gouverneur Ulloa aus La Balisée herauslocken. Okay, dann versuchen wir das mal. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Okay, mit Agathe sprechen. Also, ich hoffe, ich spreche die Namen jetzt hier nicht ganz extrem falsch aus. Agathe stand dort und das, ja. Ich spreche das halt französisch aus. Ja, okay. Entschuldigung, ich muss mal eben durch. Ja, herauslocken, ja. Wir treffen uns hier am Ende. Ach Mensch, Mädel, bitte, 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 Contenance. Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest. Durch das ganze Chaos und die Aufstände bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und La Balise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Ja, Ort des Hinterhalts untersuchen. Ja, ich würde sagen, das sind die Vorbereitungen, die wir jetzt erstmal treffen müssen. Ja, und das schauen wir uns doch mal an. Le maître, la bien dressée. Wie es aussieht, muss ich hier oben hin. Alles da für einen Hinterhalt. Wie jetzt alles da? Okay, ja, wenn du noch länger so hängst, dann wirst du vielleicht irgendwie entdeckt. Wir haben wieder 5 Wachen und ich bin wieder mal gesucht. Mal schauen, wo die hier laufen. Gefälligst still! Oh, toll, 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 toll. Jetzt geht das wieder los.
Ach, jedes Mal, wenn ich so eine Mission anfange, werde ich entdeckt. Ja, natürlich erst die Wache erledigen, die hier oben ist. Miss, bleib sofort stehen! Oh nein. Bitte. Keine Einmischung von Fremden. Mann, oh Mann, ne. Was ich immer so falsch mache. Zwei. Die stehen. Wo ist jetzt Nummer 3 hin? Ach, der läuft hier drüben lang. Nein, die stehen eben nicht. Nicht runter, hoch mit dir. So. Okay. Dieses Stehenbleiben, das ist immer so eine Geschichte. Wenn sie läuft und wenn sie nicht läuft, mach das nicht nochmal. Sonst muss ich dich aus dem Spiel ziehen. Ah, okay. Habe ich die? Ich hab gar nicht so viel Pfeile. Ah, der läuft da drüben. Oh, der hat viele Wachen, oder? Nein. Geh nach oben! Meine Güte! Was ist mit der los? Was stimmt mit der nicht? Was das? Ah ja, wir nehmen noch eine Runde ringsrum. Was ist denn hier los? Meine Güte. Sprengstoff für den Hinterhalt vorbereiten. Okay.
Gut. Solche Dinge kann ich jetzt nicht gebrauchen. Solche Hinweise, die verraten, dass ich gesucht werde. Kann es sein, dass hier Wachen gelaufen kommen? Na lauf! Du bist so doof. Die ist so dumm. Wo ist die hin? Sie ist so dumm. Dieses Gespringe. Habe ich gewusst, dass irgendwann mal so eine Mission kommt. Muss ich hier nach und nach alles runterhauen? Muss ich abwarten, dass bis der kommt, oder muss ich das jetzt schon? Mir erklärt hier niemand ganz genau, was los ist. Natürlich! Hä? Jawohl! Hey, hör auf doch immer wieder das... Oh, alter Schwede! Jawohl, ey, du Mädel, du machst das richtig gut, so lahm. Wir sind gefangen. Wir kommen nicht raus. Und jetzt? Welche Pistole?
Witzig. Ich hab keine Pistole. Drücken, um zu schießen. Ja. Jawohl, zeig dich richtig. Zeig dich, immer zeig dich. Es nützt nichts. Ich habe keine Pistole. Gibt es hier eine Umkleide? Es ist ein Witz, ja. Das ist ein Witz des Jahrhunderts. Ja, wieso habe ich denn auch hier keine ey, ist mit dem Spiel was schief? Ah, hier ist doch... Ach, hier liegt was. Hier liegt was. Alter! Spiel! Ich gehe hier Risiken ein. Letzten Ulians eliminieren, ja. Vielleicht machen die das auch jetzt, von selbst. Ich habe immerhin 9 von den Berserker-Pfeilen. Sie ist weg. Wieso hat sie die Waffe nicht genommen? Okay. Okay.
auch mit dir. Ich brauch Energie. Das war ziemlich dumm jetzt, bis jetzt alles. Reicht. Also ich wollte das nicht nochmal machen. Leute. Sinnlos sterben. Sorry, ja, ist halt Aufregung. Bitte, nein, verschont meine Frau und mein Kind. So wie ihr die Sklaven und Arbeiter verschont habt oder deren Familien? Doch, es geht ihnen gut. Ich habe sie nur weggebracht. Nach Mexiko. Mexiko? Warum das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Berater. Bitte, meine Frau weiß von nichts. Ich sagte ihr, die Konvois wären voller Verbrecher aus den überfüllten Zuchthäusern. Sie ist unschuldig. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr? Wollt davon nichts wissen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Meine eigenen Expeditionen erforderten einen ähnlich großen Aufwand. Das Gebiet ist voller Relikte, die älter sind als die Maya. Außerdem kann ich euch das hier bieten. Man kann damit geheime Dokumente entschlüsseln, so wie dieses. Ich werde mich jetzt umdrehen und gehen. Wenn euch euer Leben lieb ist, verlasst ihr umgehend diesen Kontinent und kehrt nie wieder zurück. Habt Dank für diese Gnade. Gnade? Das ist keine Gnade. Ich überlasse euch lediglich dem Gutdünken eurer Auftraggeber. Ihr werdet ständig auf der Flucht sein. Geht, genießt die trügerische Freiheit. Ach, Leute, war das eine Aufregung mit Agathe reden, ja. Uiuiui. Ich will hier nicht festhängen. So war das nicht vorgesehen, ja. Das kommt noch. Alles nochmal machen, weil ich. Naja. Ja, egal, okay. Warst du erfolgreich? Gouverneur Ulloa gab mir diese Trophäe. Ah, ein wertvoller Fund. Dadurch wird Ulloas Tod zu einem großen Sieg für die Assassinenbruderschaft. Ich wünschte nur, ich hätte es selbst sehen können. Sag mir, was waren seine letzten Worte? Hab Dank für diese Gnade. Was? Soll das heißen, er lebt noch? So willst du mir also deine Loyalität beweisen? Indem du meinen Befehl missachtest? Und unseren Feind laufen lässt? Mein Mentor! Aus dir spricht der reine Blutdurst. Wir haben dieselben Ziele. Sklaven befreien, den Feind besiegen, Gerechtigkeit bringen. Nun haben wir die Mittel, um die Mission voranzutreiben. Ich muss dem Feind nach Mexiko folgen. Sofort! Das wirst du sicher nicht tun! Wenn du es nicht einsiehst, dann folge ich meinem Instinkt. Was ist ein Assassine ohne Disziplin? Du wirst deinen Ungehorsam bereuen. Das Risiko gehe ich ein. Okay. Nach Mexiko folgen. 1769 New Orleans. Ja, alles wird riskiert, um die Spur wieder irgendwie aufzunehmen. Mein Gott, bin ich langsam.
Herausfinden, wohin die Sklaven gebracht werden. Ja, gen Süden. Aveline, Agathea erzählte von deiner Flucht nach Mexiko. Willst du deine Geschäfte hier aufgeben und die Sklaven in New Orleans? Was ist mit deiner Familie? Mein Vater schickt mich nach Kuba, um dort neue Zulieferer für uns zu finden. Solange ich fort bin, kannst du das Geschäft auch allein weiterführen. Ich muss unserem Feind folgen. Und wann wolltest du mir das mitteilen? Ich konnte nicht riskieren, dass du mich aufhältst. Und mehr siehst du nicht in mir? Geschäfte? Befehle? Aveline, du bist mir wichtig. Gerald, sei nicht böse. Wir müssen doch Arbeit und Gefühle trennen. Ich hätte dir das gern. Da ich dich nicht aufhalten kann, kann ich dir vielleicht noch irgendwie helfen. Nun gut, ich muss auf das Schiff und weiß noch nicht wie. In der Nähe ist ein Lager, wo man Sklaven hält. Sklaven für Mexiko. Du kannst dich unter sie mischen und so aufs Schiff gelangen. Nur muss ich meine Waffen zurücklassen. Wie willst du dich verteidigen? Gut, dumme Frage. Ich bewahre sie bis zu deiner Rückkehr auf. Hab Dank, Gerald. Du bist ein wahrer Freund. Ein wahrer Freund, ja. Kann mich doch hier umziehen irgendwo. Das war doch hier gleich, oder? Na also. Besser ist das, ich habe genug Aufregung hinter mir mit den ganzen dieser Mission alleine schon. So. Ja, jetzt habe ich keine Waffen mehr. Die als Sklavin habe ich natürlich auch weniger Energie, ja, um mich zu verteidigen. War wahrscheinlich gut, dass, wo ich mich vorhin umgezogen habe. Hast du denn auch genug Geld? Ja, scheine ich ja. Also, du bist ja bezahlt. Zum Lager gehen. So, jetzt keinen Blödsinn mehr machen. Nicht, dass ich wieder... das Sklavenlager infiltrieren. Komme ich da rein? Zurück! Oh, zurück, ja. Jetzt mal wieder mal. Ha! Das war wieder mal typisch für mich. Da irgendwo reinkommen. Geht das doch nicht. Hier ist keine Tür. Obwohl das aussieht wie ein Weg. Scheint ja wohl Sperrgebiet zu sein für mich, das ganze Lager. Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Ah, da muss ich wahrscheinlich mit Leuten reingehen. Da geht hier jemand rein. Untertauchen, ja. Geht denn auch eine Gruppe mit rein?
Hier geht doch keine Gruppe mit rein. Kann ich doch nicht umbringen. Okay. Ich bin untergetaucht. Noch. Lauf nicht so zappelig, sonst kriege ich hier Schnappatmung. Habe ich es geschafft. Animus-Erinnerungsnotizen, aber die glaubt fest daran, dass sie dem Treiben ihrer Feinde ein Ende setzen kann. Also widersetzt sie sich dem Befehl Agathes und begibt sich an Bord eines Sklavenschiffs mit unbekanntem Ziel. Dieser Entschluss belastet ihr Verhältnis nur noch mehr. Naja. ...1769 Chisa Isa, alles wird riskiert, um die Spur der Wahrheit zu folgen. Der Spur der Wahrheit. Willkommen, Freunde, zu einem Leben in Freiheit, Produktivität und Frieden. Hier findet ihr keine Ketten, keine Peitschen. Hier bildet ihr eure eigene Gemeinde und durch harte Arbeit werden wir zusammen gedeihen. Das ist ja mal unters Volk mischen, um Infos zu sammeln. Aveline! Welch Freude, dich hier zu sehen und das Geschenk unseres Lebens mit dir zu teilen. Doch warum bist du hier? Warst du nicht bereits frei? Als ich hörte, wie wunderbar diese Gemeinde sei, musste ich es selbst sehen. Sind die Gerüchte wahr? Seid ihr so glücklich, wie man sagt? Glücklicher. Die Häuser sind behaglich, das Essen gut und reichlich. Wie im Paradies. Bekommt ihr auch gute Löhne? Wir dürfen hier leben und uns sogar in die Gemeinde einbringen. Ein jeder trägt bei, was er kann. Mehr Lohn brauchen wir nicht. Dann gehört dieses Land der Gemeinde. Vielleicht schon sehr bald, wenn wir unser Soll erfüllt haben. Es heißt, dieses Land sei sehr wertvoll, also dauert es eine Weile. Doch das ist es wert. Und falls ihr abreisen wollt? Das passiert nicht. Niemand würde das je wollen. Keiner ist je gegangen? Psst! Du solltest nicht so reden. Das tut hier keiner. Wir sind alle so glücklich. Wir brauchen keine schlechten Gedanken, die doch nur an unserem Glück rütteln. Es war wirklich sehr schön, dich wiederzusehen. Schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Hm.
Also für mich sieht das so aus, wie als wären die hier unter falschen Voraussetzungen, falsche Versprechungen hergelockt worden, oder? Ist. Wir haben später noch genug Zeit zum Reden. Zumindest wieder ein neues Gebiet zum Erkunden. Und die Wachen, die stehen da nicht umsonst hier. Willkommen. Vielen Dank. Und was kannst du so? Putzen? Nähen? Kochen vielleicht? Ich gehe eher jagen. Das ist ungewöhnlich. Jedoch findest du dich in guter Gesellschaft. Unsere Grabungsleiterin ist auch eine Frau. Solange du dich gut mit ihr stellst, geht's dir gut hier. Natürlich geht es allen gut hier. Eure Stärke ist unsere Stärke. Wunderbar. Tja, ein neues Leben, Sequenz 4, hat begonnen. Ein neues Leben. Ist es noch zu fassen? Und wenn das Geld doch hier so rumliegt, ja? Ja, okay, Freunde. Unser neues Leben hat begonnen. Und ein trügerisches Leben, ich glaube, da hat mit Sklaverei das auch viel zu tun, dass die Leute einfach nur hergelockt wurden. Das hat bestimmt noch irgendwelche Ausmaße. Und was für welche das sind, das erfahren wir das nächste Mal. So, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Da bin ich erstmal weg. Tschüss.